Liebe Zuhörenden, wir würden jetzt gleich starten und ich würde Sie bitten, langsam zu Ihren Plätzen zu kommen. An information for our English-speaking guests, you will find translation devices at the entrance. Please use channel 3. Liebe Zuhörenden, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und ich möchte auch meine Kolleginnen und Kollegen begrüßen, die heute hier gemeinsam mit mir auf dem Podium sitzen. Mein Name ist Julia Albrecht und ich arbeite als pädagogische Leitung am Institut für inklusive Bildung der Uni Kiel. Dort bin ich Teamleitung eines inklusiven Teams, bestehend aus Bildungsfachkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen. Gemeinsam entwickeln wir dort an der Hochschule inklusive Bildungsformate für verschiedene Hochschulen in ganz Norddeutschland. Heute werde ich diese Session hier moderieren. Für alle die Menschen, die mich nicht sehen können, ich bin eine Frau, habe blonde Haare, einen Zopf, helle Haut und trage heute eine grün-schwarze Bluse. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier moderieren darf, denn wir haben heute eine Premiere. Wir erleben heute zum allerersten Mal 8 Bildungsfachkräfte von 4 verschiedenen Hochschulen auf einer Konferenz gemeinsam. Die Vorfreude war riesig, glaube ich. Ja. Allen Bildungsfachkräften, die heute hier auf dem Podium sitzen, ist eines gemeinsam. Sie haben alle in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und wir haben eben schon gehört, wie schwierig es für ganz viele Menschen ist, die einmal in einer Werkstatt arbeiten, diese Werkstatt wieder zu verlassen. Und das ist allen Kolleginnen und Kollegen hier geglückt. Heute sind Sie Expertinnen und Experten für Behinderungserfahrungen und Botschafterinnen und Botschafter für Inklusion und Teilhabe. Sie alle arbeiten heute an Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Und damit Sie das können, haben Sie eine Qualifizierung absolviert. Und über diese Qualifizierung möchte ich jetzt kurz sprechen. Die Qualifizierung zur Bildungsfachkraft wurde in Kiel entwickelt und dort das allererste Mal von 2013 bis 2016 durchgeführt, also vor gut 10 Jahren. Die Zielgruppe für diese Qualifizierung sind Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen arbeiten. Die Qualifizierung dauert 3 Jahre und findet in Vollzeit statt. Und sie besteht aus 5 unterschiedlichen Modulen, also 5 unterschiedlichen Themen. Ein Thema ist zum Beispiel Teilhabe. Aber man lernt auch in dieser Qualifizierung verschiedene Methoden, wie man gute Bildungsarbeit macht. Und man geht auch schon in die Hochschulen und gibt erste Seminare für Studierende. Das bedeutet, in diesen 3 Jahren erlebt man sowohl Theorie als auch Praxis. Nach der Qualifizierung können alle Bildungsfachkräfte mit Studierenden, Fach- und Führungskräften über Inklusion sprechen und können darüber berichten, was sie sich eigentlich wünschen zum Thema Inklusion. Vielleicht haben Sie jetzt Interesse an dieser Qualifizierung. Es gibt zu der Qualifizierung einen Leitfaden, den können Sie hier auch auf den Folien sehen. Er ist als offenes und freies Bildungsmaterial verfügbar. In diesem Leitfaden finden Sie die Inhalte der Qualifizierung und Sie finden Hinweise zur Planung und Durchführung der Qualifizierung. Im Moment ist der Leitfaden ausschließlich in deutscher Sprache verfügbar. Wer über diesen Leitfaden hinaus noch Interesse an einer Beratung hat, wie man Bildungsfachkräfte an die eigene Hochschule vielleicht bringen kann, der kann gerne mit meinen Kollegen Kontakt aufnehmen, Hanna Schröder und Merle Bössow vom Deutschen Inklusionszentrum beraten dazu gerne. Wir haben eben in dem Vortrag schon viel über die UN-Behindertenrechtskonvention gesprochen und diese Konvention ist auch für unsere Arbeit ganz, ganz wichtig. Wir sagen immer gerne, unsere Telefonnummer ist die 82427. Da können Sie uns nicht erreichen, wenn Sie das Telefon in die Hand nehmen. Es sind aber die Artikel, die unsere Arbeit ganz stark prägen. Und in dem Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention, da geht es um die Bewusstseinsbildung für die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung. Durch diese wichtige Arbeit an den Universitäten, die die Bildungsfachkräfte machen,
haben viele Studierende die Chance, gemeinsam mit Menschen mit eigenen Behinderungserfahrungen über Inklusion sprechen zu können und so gemeinsames Lernen zu erleben. Für uns ist auch der Artikel 24 ganz, ganz wichtig. Über den haben wir eben schon gesprochen. Die Qualifizierung zur Bildungsfachkraft bietet die Chance, eine berufliche Qualifizierung zu machen. Und sie bietet natürlich, auch wenn die Bildungsfachkräfte in den Hochschulen später sind, die Möglichkeit, gemeinsames Lernen auszuprobieren. Der Artikel 27, über den haben wir gerade auch schon gesprochen, und die Schwierigkeit für viele Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung auch, einen guten Job zu finden, der gut bezahlt ist. Das ist uns wichtig, wenn also die Qualifizierung abgeschlossen wurde, dass die Bildungsfachkräfte dann für ihre gute Arbeit auch eine gute Bezahlung erhalten und das direkt an den Hochschulen. Fast alle Kolleginnen und Kollegen, zwei sind noch in der Qualifizierung, alle anderen arbeiten an einer Hochschule oder einer Universität. So viel sozusagen zu den Bildungsfachkräften, dass sie einen ersten Eindruck bekommen können. Spannend ist natürlich jetzt, wie lebt es sich denn eigentlich als Bildungsfachkraft? Was macht diesen Job aus? Wie sieht der Alltag aus? Und das kann natürlich keiner besser berichten als die Bildungsfachkräfte selber. Und so starten wir mit meiner Kollegin aus Kiel, von der Universität Kiel, Laura Schwörer, die darüber berichten wird, wie sie selbst an einem politischen Fachgespräch teilgenommen hat und was ihr dabei wichtig war. Liebe Laura, du bist dran. Guten Tag, mein Name ist Laura Schwörer. Seit 2016 arbeite ich als Bildungsfachkraft am Institut für inklusive Bildung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Vorher arbeitete ich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Die nächsten 5 Minuten möchte ich dafür nutzen, Ihnen einen Einblick in einen besonderen Teil meines Erfahrungsschatzes zu geben. Denn neben der Hochschullehre wirke ich als Bildungsfachkraft auch in politischen Fachgesprächen und Workshops mit. Das Fachgespräch, von dem ich Ihnen heute berichten möchte, fand vor einem Jahr in Berlin bei Jürgen Dusel, dem Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, statt. Das Thema des Fachgesprächs war Bezeichnungen von Menschen mit Behinderungen. Denn viele Menschen finden die Bezeichnung geistige Behinderung aus verschiedenen Gründen nicht gut. Bei dem Fachgespräch haben sich verschiedene Facheinrichtungen, Institutionen und Selbstvertretungen ausgetauscht. Auch ich habe einen Beitrag aus meiner Perspektive geteilt und möchte einen Ausschnitt daraus mit Ihnen teilen. Ist die Bezeichnung Menschen mit geistiger Behinderung noch aktuell? Den Begriff finde ich nicht passend, weil der Geist etwas sehr Persönliches und Seelisches ist, was man nicht als Behinderung bezeichnen kann. Denn der Geist ist etwas, was wir alle in unserem Wesen tragen und was unsere Essenz bedeutet. Wir alle sind nicht mehr oder weniger als ein anderer, sondern einfach ein Individuum. Wir sammeln Erfahrungen, die uns prägen und die in unserem Geist verankert sind. Unser Geist sind wir und kann nicht behindert werden. Nur unser Leben kann behindert werden, aber unser Wesen ist von Natur aus frei. Daher halte ich den Begriff Menschen mit Lernbeeinträchtigung für geeigneter, weil dieser Begriff meiner Erfahrung nach keine Reduktion beinhaltet und unvoreingenommen klingt. Der Begriff Menschen mit Lernbeeinträchtigung zeigt einfach nur, dass einem das Lernen dauerhaft schwerfällt, aber unser Geist kann immer willig oder motiviert sein zu lernen oder auch nicht, je nach Empfinden und Situation. Kann diese andere Bezeichnung gut genutzt werden, wenn es um das Recht auf Hilfen geht? Von manchen Menschen mit Behinderungen habe ich gehört, dass sie nur sehr ungerne oder gar nicht einen sogenannten Schwerbehindertenausweis beantragen möchten. Zum Beispiel, weil ansonsten vielleicht traumatische Erinnerungen wieder hochkommen, weil sie sich nicht rechtfertigen möchten oder weil sie andere formale oder emotionale Nachteile darin sehen. Manche empfinden diesen Ausweis auch als klassifizierend, daher sollte es vielleicht auch andere Möglichkeiten geben, Hilfen zu beantragen, damit sich niemand mehr verunsichert fühlt.
Es könnte auch sinnvoll sein, Hilfen für Menschen anzubieten, die keine Behinderungen haben, also einfach eine Art Unterstützung, die alle Menschen in Anspruch nehmen dürfen, die Hilfe benötigen. Denn im Leben werden wir alle mal mit Barrieren konfrontiert, weil wir alle mal in einer Situation behindert werden können. Aber ebenso können wir auch beflügelt werden, indem wir die Möglichkeit bekommen, uns in unseren individuellen Fähigkeiten zu entfalten. Wenn wir innerlich blühen, können wir dadurch eine Beeinträchtigung, falls wir eine haben, manchmal vergessen. Nun werde ich noch von einer aktuellen Erfahrung berichten. Da ging es um die Teilhabeempfehlung in Berlin. Am 31.01. dieses Jahres fand in Berlin wieder eine Tagung von Jürgen Dusel statt, zu der ich auch eingeladen war. Dabei ging es um Teilhabeempfehlungen für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, wofür ich auf einem Podium interviewt wurde. Dabei beantwortete ich, für wen wir bei unserer Arbeit am Institut Seminare und Vorlesungen geben, welche Fragen mir am häufigsten gestellt werden und was mein Beruf als Bildungsfachkraft für mich bedeutet. Auch andere Menschen mit Behinderungen und Vertretungen zeigten, was ihnen für Teilhabe in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit, Digitalisierung und Gewaltschutz wichtig ist. Die dort genannten Teilhabeempfehlungen wurden in Form eines Heftes an die jeweiligen Minister übergeben, um diese umzusetzen. Die Atmosphäre dort fand ich sehr angenehm. Herzlichen Dank für diesen Einblick. Mit dem, glaube ich, deutlich wurde, dass die Arbeit einer Bildungsfachkraft auch immer sehr politisch ist und sich Bildungsfachkräfte wirklich auch in politische Arbeit mit ihren Ideen einbringen. Als nächstes darf ich das Wort übergeben an Sven Grebner von der Hochschule Magdeburg. Er wird darüber berichten, wie seine Arbeit als Bildungsfachkraft gemeinsam mit Studierenden aussieht. Lieber Sven. Dankeschön. Mein Name ist Sven Grebner und bin Bildungsfachkraft und arbeite an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Warum ich gerne aus der Werkstatt wollte und auf der Hochschule ist, weil eben halt in der Werkstatt die Arbeit zu eintönig war und da ich auch kein, also erst hat es mir gefallen, dann hat es mir später nicht mehr gefallen, weil eben wie die Leute in der Hochschule behandelt, Leute in der Werkstatt für behinderte Menschen behandelt werden, fand ich nicht gut. Und deswegen bin ich auch, wo eben teils gefragt wurde, ob wir an einer Qualifizierung teilnehmen wollen, habe ich mir gleich wohl gefühlt und gesagt, ja, muss ich machen. Deswegen bin ich auch an der Hochschule angenommen worden, später, als die Bewerbung durch war. Meine Arbeit ist für die Studenten sehr wichtig, weil sie dann eine Erfahrung durchmachen und dann wissen, wie sie den Umgang mit Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, funktioniert. Und es wird auch gezeigt und zusammen mit den Leuten auch, also mit den Studenten eben halt auch durchgegangen mit einigen Materialien. Und dazu lernen sie auch sehr gut für ihre spätere Zukunft. Ja, wir haben verschiedene Studentenrichtungen. Das sind soziale Arbeit, Kindheitswissenschaften, Psychologie, Lehramt, Wirtschaft, Technik und Informatik. Auch Betriebswirtschaftslehre ist dabei und andere kommen auch noch dazu.
Mein schönstes Erlebnis war am Anfang der Seminare, dass im Teil die Studierenden sehr gut und zugehört haben. Und dann wurde immer besser. Also das heißt, sind auch viel angenehmer geworden und haben sehr gut mit uns zusammengearbeitet und waren sehr offen und interessiert an uns. Unsere praktischen Übungen sind ja die Hilfsmittel. Das ist einmal Rollstuhl, Blindenbrille und Unterarmstützen und vieles mehr. Wir bekommen auch Feedback von den Studierenden, die mit uns gelernt haben. Und da ist es immer positiv gewesen, das Feedback. Und zusammenfassend ist es so, dass ich sehr stolz bin, dass ich an der Hochschule angenommen wurde. Da bin ich auch selbstbewusster geworden. Die Sprache ist auch besser geworden bei mir. Und ich werde sogar an Studentenpartys eingeladen. Und das macht mir auch Spaß. Und nebenbei haben wir auch manchmal Infoständen und Campustage. Danke fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Sven Rebner. Lieber Sven, ganz, ganz viele wichtige Punkte. Die Arbeit als Bildungsfachkraft macht stolz, hilft, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das wurde deutlich. Die Arbeit als Bildungsfachkraft hilft aber auch Studierenden. Wir haben das in den letzten Tagen hier häufig gehört. Gerade Lehrkräfte brauchen Inklusionskompetenzen. Lehrkräfte sollen lernen, wie sie mit Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen gut gemeinsam arbeiten können. Und das kann keiner besser vermitteln als Bildungsfachkräfte, die durch ihre eigenen Behinderungserfahrung die Studierenden mitnehmen können in ihre Lebenswelten. Ich darf jetzt das Wort überreichen an Fine Hergula, ebenfalls von der Hochschule Magdeburg. Sie wird darüber sprechen, wie ihre Arbeit als Bildungsfachkraft in der Öffentlichkeit eigentlich aussieht. Liebe Fine, du bist dran. Ja, vielen Dank. Also ich möchte jetzt darüber berichten, zunächst, warum ich diese Qualifizierung überhaupt gemacht habe und wie denn unsere Arbeit als Bildungsfachkräfte an der Hochschule Magdeburg-Stendal am Standort Stendal aussieht. Also ich habe mich für diese Qualifizierung entschieden, weil es eben mein Wunsch war, selbstständig und unabhängig von den Ämtern, besonders dem Sozialamt, zu sein. Ich wollte aufzeigen, welche Kompetenzen Menschen mit Beeinträchtigung haben. Ich wollte mein gesammeltes Wissen weitergeben und für eine barrierefreiere bzw. barriereärmere Umgebung plädieren. Wir arbeiten im öffentlichen Bereich. Das bedeutet, wir geben verschiedene Seminare, nicht nur für Studentinnen, sondern wir machen auch Workshops, Infostände, stehen für Interviews und Videodrehs bereit und sind tätig in den sozialen Medien. Beispiele hierfür sind: Wir machen Seminare mit Polizeibeamten und haben schon eine Wohnungsbaugesellschaft beraten. Nach unserem Beispiel wurde dann eine barrierefreie Wohnung erbaut. Dann waren wir schon zweimal bei einem Strom- und Wasseranbieter in Magdeburg, SWM genannt. Dann sind wir teils in öffentlichen Einrichtungen und lassen die MitarbeiterInnen dort die Barrieren erkunden mit den Hilfsmitteln, die Herr Grebner schon angesprochen hat. Wir hatten schon einen Videodreh mit dem MDR. Das ist ein Fernsehsender aus Deutschland. Wir machen wöchentliche Posts zu Themen, die die Inklusion betreffen. Oder halten Vorträge vor kleinen und großen Menschenmengen, so wie hier heute.
ja, wenn mal keine Veranstaltungen sind, versuchen wir neue Seminarthemen und dazu passende Übungen zu entwickeln. Wir frischen unser Wissen aus der Qualifizierung auf. Wir recherchieren im Internet zu verschiedenen Themen und halten einmal im Monat eine Teamsitzung ab, bei der eben Probleme angesprochen werden können oder organisatorische Dinge geklärt werden. Zusammenfassend kann ich sagen, ich bin sehr stolz auf diese Arbeit. Es ist eine sehr interessante Arbeit. Sie gibt mir ein neues Gefühl von Unabhängigkeit. Es war natürlich am Anfang noch sehr ungewohnt, dass ich viel mehr Geld hatte und dass ich meinen Arbeitsweg von 2 Stunden auf 15 Minuten verkürzt hat. Und genau, also ich würde den Beruf auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es ein Beitrag zu unserer einer barriereärmeren Gesellschaft ist und es bietet eine gut bezahlte Alternative zu den Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung. Dankeschön. Tine Herkula, auch da, glaube ich, wurden wieder ganz wichtige Punkte deutlich, was den Beruf der Bildungsfachkraft eigentlich so besonders macht. Eine gute Bezahlung, gute Arbeit muss gut bezahlt werden. Und ich denke, an mehr Gehalt kann man sich immer gewöhnen. Das ist leichter als andersrum. Aber auch die Möglichkeit, in diesem Beruf wirklich etwas zu verändern. Und liebe Fine, du hast ja sehr konkrete Beispiele auch gesagt. Eine Wohnung, die nach euren Wünschen dann auch gestaltet wurde. Das ist natürlich eine wirklich große gesellschaftliche Wirkung, die ihr damit erreichen konntet. Vielen, vielen Dank. Ich darf jetzt das Wort abgeben an Amand Hussini von der TH Köln. Er wird über ein Seminarkonzept berichten. Bitte schön. Und Laura, machst du einmal das Mikrofon an? Alles klar, ist an. Dankeschön. Gerne. Hallo, ja, guten Tag. Ich bin Amand Hussini. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite als Bildungsfachkraft in der Technischen Hochschule Köln. Und wir machen Seminare über barrierefreie Südstadt. Also jetzt erzähle ich euch davon. Das heißt, das ist in jedem Semester, die ich mit meinem Arbeitskollegen Luca Prachthäuser gebe. Und die wir das in unserer Seminarwelt, Lebenswelt rein machen, jedem Semester. Und das geben wir. Und wir gehen durch die Südstadt mit den Studentinnen und das kennenzulernen. Wir sprechen über Barrieren, über finden wir, wie wir darauf stoßen und wie man das abbauen könnte und entfernen könnte. Und die Studentinnen lernen dabei auch, wie wir die Barrieren unserer Welt kennen und unsere Probleme des Alltags. Ja. Und jeden Morgen auf meinem Arbeit morgens muss ich an vielen Barrieren zum Beispiel vorbei. Das heißt, das sind so Mülltonnen, dass es keine Blindenampel gibt und dass zum Beispiel eine Straßenlaterne im Weg steht. Das ist ärgerlich, aber kann man nichts machen, ja. Und ja, das ist dafür gedacht. Und die Studenten kennen auch unsere Welt dabei kennen und verstehen auch das, die Welt von uns. Und dann sagen die auch, zeigen dabei jede größere Interesse. Mensch, das ist bestimmt eine Frage, die viele hier interessiert. Wie reagieren die Studierenden? Was sind die Rückmeldungen, die du für deine Arbeit bekommst? Die zeigen jedes Mal größere Interesse. Die stellen uns Fragen, und wie man die Barrieren abbauen könnte. Und ich zeige zum Beispiel als Blinder, wo die Barrieren sind, was die für Barrieren sind und wie man das entfernen könnte. Und aus welchen Fachbereichen kommen die Studierenden, mit denen du die Südstadt erkundest? Das sind soziale Arbeit, nennt sich das. Ja, genau. Und Luca Prachthäuser, der leider heute, wie ich gesagt habe, leider nicht hier sein kann, der kommt ja jeden Morgen mit dem Rollstuhltaxi zur Arbeit. Und er kann die Straßenbahn nicht nutzen, das ist schmal. Und die Türen gehen zu schmal auch zu. Deswegen kann er auch das nicht nutzen. Weil er auch im Rollstuhl sitzt und über einen Talker spricht, hören auch oft Leute ihm nicht zu. Das heißt, du und dein Kollege Luca Prachthäuser, ihr lebt ganz unterschiedliche Barrieren und könnt durch eure Seminare diese unterschiedlichen Barrieren auch gut an die Studierenden. Genau, wir geben, wie ich gesagt habe, das zusammen, Luca und ich. Genau,
Genau. Und dann, ja, das heißt, das sind ein paar Beispiele, die wir mit dem Studenten in Zusammenarbeit entwickelt haben. Und wir versuchen eine andere Lösung dafür zu finden, dass man das verbessern konnte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei den restlichen Vortrag. Die Rest. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Amansh Hosseini. Und ich glaube, es wurde sehr deutlich, also wie ein ganz konkretes Seminar auch aussehen kann. Ja klar, und das da gebe ich direkt an meinen Kollegen Jenny auch weiter. Genau, Jennifer Köln, auch von der TH Köln, spricht jetzt darüber, wie ein Angebot an der Fakultät eigentlich aussehen kann. Jennifer, bitteschön. Jenny, eigentlich ruhig egal. Schönen guten Tag, mein Name ist Jenny Köln, bin auch eine Bildungsfachkraft an einem Ort für inklusives Wissen, so heißt unser Arbeitsbereich, und der ist an der Technischen Hochschule Köln. Und jetzt würde ich Ihnen gerne ein Format bei uns vorstellen, das sehr beliebt ist, das heißt die Werkstattpause. Und das ist ein sehr beliebtes Angebot bei uns an der Fakultät. Und die Idee dazu hat unsere Kollegin Katrin Meiners. Die hatte die Idee für Studierende, Lehrende und Beschäftigte, einen Ort zu schaffen, um einen Ort für eine Pause zu schaffen und eben sich auszutauschen mit verschiedenen Leuten und so. Und diese Idee fanden wir gut und haben sich dann von uns Bildungsfachkräfte und unsere pädagogische Leitung, nämlich zum Werkstattpausenteam zusammengeschlossen, was wir dann zusammen auch dann das Format durchführen. Dann tun wir immer in einem Team zusammen immer erst essen, umsonst kochen und nee, andersrum. Zuerst an wem das Format sich richtet, nämlich an Studierenden, egal ob Studierende, Lernende oder Beschäftigte, dass sie sich austauschen können, und das Format ist freiwillig. Und die Werkstattpause findet immer im laufenden Semester statt, aber sie findet nicht statt, wenn nämlich das Semester zu Ende ist. Und die findet immer statt von Mittwochs von 13 bis 14 Uhr. Und es können alle mitmachen, die Lust haben, neue spannende Themen zu lernen und sie einfach auszutauschen zu verschiedenen Themen eben. Und dann tun wir das, was ich eben gesagt habe, mit dem Team dann umsonst Essen machen und dann zu netten Gesprächsthemen sich eben auszutauschen. Und zum Beispiel sind so welche Themen Roboter programmieren oder Sachen aus Ton machen oder auch was uns ganz doll beliebt ist das Bewegungsangebot. Das finden die ziemlich gut. Nämlich mein Kollege Luca, der findet das ziemlich gut, dieses Thema. Und dann kann man bei manchen Themen auch mitmachen. Und bei anderen muss man zuhören und kann man nachfragen. Und dann können sich auch Studierende mit ihren Lehrenden unterhalten. Und so kann dann eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden, was sonst so im Seminar nicht stattfinden kann, dann ist das Machtverhältnis auch nicht mehr so dolle. Und so können wir ein inklusives Miteinander schaffen. Das heißt bei uns inklusive Fakultätsentwicklung. Und deshalb ist unser Format so wichtig, weil wir mit dem Format in die Fakultät hineinwirken können und eben, ja, mit einem zusammenarbeiten können und so inklusiver zusammenarbeiten können. Und weil es einfach auch Spaß macht, mit diesen tollen Themen zu machen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an Jennifer Köln, Jenny Köln von der TH Köln. Alles Ich zusammen. glaube, deutlich wurde, Bildungsfachkräfte sind nicht nur
sozusagen für Studierende ansprechbar in Seminaren, sondern das war ja ein tolles Beispiel dafür, wie ihr gemeinsam auch wirklich inklusive Hochschule mitgestaltet, mit anderen Menschen, die an der Hochschule arbeiten, mit Lehrenden aus anderen Fachbereichen. Und ich glaube, was auch nochmal deutlich geworden ist, die Arbeit von Bildungsfachkräften findet wirklich in der Hochschule und im Miteinander statt. Und da gehört natürlich auch Spaß dabei und da gehören auch Veranstaltungen dabei, wie das gemeinsame Kochen und einfach ins Gespräch miteinander kommen. Sven Grebner hatte das vorhin erzählt mit den Studierendenpartys. Auch das gehört natürlich zu dem Leben in einer Hochschule auf einem Campus dazu. Und auch dort werden Bildungsfachkräfte an den verschiedenen Hochschulen und Fachschulen sichtbar. Ich darf jetzt abgeben an meinen Kollegen Horst Alexander Finke, der mit mir gemeinsam an der Universität Kiel im Institut für inklusive Bildung arbeitet. Horst Alexander Finke wird darüber sprechen, wie er inklusive Forschung miterlebt. Denn die Hochschule besteht natürlich nicht nur aus Lehre, sondern Forschung ist auch ein ganz wichtiger Teil der Arbeit an Hochschulen. Und auch dort machen Bildungsfachkräfte mit. Alex. Ja, verehrtes Publikum, liebe Anwesende, erst einmal bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ich hier dabei sein darf. Seit mehr als 2 Jahren mache ich Bildungsarbeit an Hochschulen. Mittlerweile forsche ich auch zusammen mit anderen Bildungsfachkräften und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Seit kurzer Zeit haben wir auch eine wissenschaftliche Leiterin am Institut. Sie und ihre Doktorandin machen regelmäßig inklusive Forschungsworkshops mit uns Bildungsfachkräften. Zum Beispiel haben wir einen Fragebogen überprüft und angepasst. Und mit diesem Fragebogen wird unsere Bildungsarbeit beforscht. Wir haben geschaut, ob die Fragebögen verständlich sind und die benutzten Wörter niemanden verletzen. Wir haben auch einen Einblick in die Durchführung einer Studie bekommen. Teil der Studie ist eine virtuelle Simulationsbrille. Man sagt auch VR dazu. Sie ermöglicht einen Blick in ein gedachtes, inklusives Klassenzimmer. Wir Bildungsfachkräfte haben diese virtuelle Simulationsbrille ausprobiert und verstehen, dass das Forschungsprojekt jetzt viel, viel besser. Und in einem anderen inklusiven Forschungsworkshop haben wir Forschungsergebnisse in verständliche Sprache übersetzt. Dazu haben wir leicht verständliche Kurztexte geschrieben. Mein Höhepunkt war aber eine gemeinsame Reise nach Köln. Denn im September letzten Jahres fand an der Universität Köln der 3. Fachkongress für Teilhabeforschung statt. Zu dritt sind wir nach Köln gereist. Die Doktorandin und ich, wir haben ein Präsentationsposter zu unserer Teilhabeforschung vorgestellt. Eine Teilhabeassistentin war auch dabei. Ihre Aufgaben waren, mich in meiner Tagesstruktur zu unterstützen, während des Kongresses an meiner Seite zu sein, jederzeit ansprechbar zu sein und mir damit Sicherheit zu geben. Unser Poster hat Mia Hoffmann entworfen. Dann haben wir Bildungsfachkräfte Rückmeldungen gegeben und sie hat diese umgesetzt. Dann hat sie erzählt, warum sie gemeinsam mit uns Bildungsfachkräften forscht und worüber sie forscht. Wir wollten mit unserem Poster zeigen und verdeutlichen, dass es wichtig ist, auch Menschen mit Behinderung in die Forschungsarbeit einzubeziehen, sobald es um ihre Belange geht. Wir wollen auch vermitteln, dass Menschen mit Behinderung in der Wissenschaft und Forschung mitreden können und dazugehören. Deshalb
stellen wir Bildungsfachkräfte als Botschafterinnen und Botschafter für Inklusion und Teilhabe mit unserer Expertise auch im Mittelpunkt. Denn es ist schließlich nichts Schlechtes oder Schlimmes daran, behindert zu sein. Behinderungen gehören für den einen oder anderen Menschen zum Leben und Dasein nun mal dazu. Forschung ist für uns Bildungsfachkräfte was ganz Neues, Spannendes und Ungewohntes. Aber auch hier ist Inklusion durchaus machbar und möglich. Und das erleben wir gerade. Das hat unsere Präsentation zu etwas ganz Besonderem gemacht. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass mich dieser Besuch in Köln auf dem Kongress sehr inspiriert und bereichert hat. Und ich freue mich schon jetzt, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an meinen Kollegen Horst Alexander Finke von der Universität Kiel. Ich denke, er hat gut deutlich machen können, dass Bildungsfachkräfte mittlerweile nicht nur Lehre machen an Hochschulen für ganz unterschiedliche Zielgruppen, sondern auch den Bereich Forschung immer mehr erobern können und dort wichtige Erfahrungen sammeln. Warum das wichtig ist, wurde, glaube ich, deutlich. Wissenschaft wird für Menschen gemacht. Und es ist wichtig, dass Ergebnisse, die an Hochschulen erzielt werden, in Forschungsprojekten herausgefunden werden, eben auch gut verständlich sind, damit ganz unterschiedliche Menschen diese Ergebnisse auch verstehen können. Daran arbeitet Horst Alexander Finke gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Natürlich sind Dienstreisen auch mal ein ganz besonderes Highlight. Und ich glaube, so geht es allen, die wir heute hier sitzen dürfen, dass solche Reisen nach Wien natürlich ein ganz spannender Unterschied zu unserem ganz normalen Alltag an der Hochschule darstellen. Herzlichen Dank. Damit darf ich abgeben. Jetzt weiß ich nicht genau, ich glaube, Franziska Reschke beginnt, genau, von der Hochschule Neubrandenburg. Sie wird einen Erfahrungsvergleich vorstellen, und zwar wird sie darüber sprechen, wie sich das Lernen in der Schule und das Lehren an der Hochschule eigentlich voneinander unterscheiden. Franziska, du hast das Wort. Hallo, mein Name ist Franziska Reschke und mein Kollege Johannes Siebert. Ich habe mittellange Haare, dunkelrot, und dazu habe ich eine dunkelrote Brille. Was habe ich an? Ich habe einen orangen Anzug an und eine schwarze Bluse. Mein Kollege Johannes Siebert hat kurze Haare, die sind schwarz. Er hat einen Bart und eine schwarze Bluse an und sitzt im Rolli. Wir sind zwei der angehenden Bildungsfachkräfte im Projekt Inklusive Bildung Mecklenburg-Vorpommern in der Hochschule Neubrandenburg. Wir haben für eine Zeitschrift einen Artikel zum Thema Erwachsenenbildung mit Behinderung geschrieben und würden diese gerne vorstellen. Es geht um den Unterschied über Lernen in der Schule und Lehre an der Hochschule. Jetzt gebe ich weiter an Johannes Siebert. Ja, vielen Dank, Frau Reschke. Wissen ist Macht. Dieses Zitat stammt von Francis Bacon. Das Zitat lässt erkennen, Gedanken, Denken und Lernprozesse ebnen den Weg der Menschheit und machen das Zusammenleben aus. Aber je mehr wir wissen, desto mehr heben wir uns durch Macht von der Masse ab. Wir wissen also, dass Wissen ist also ein zweischneidiges Schwert, vor allem für Menschen mit Behinderung. Das werde ich im Weiteren erläutern. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Johannes, ich bin jetzt 28 Jahre alt und wohne seit Beginn des Projektes in Neubrandenburg. Meine Schulzeit verbrachte ich am Mecklenburgischen Förderzentrum Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Dort wurde ich in Deutsch, Englisch, Sport und den MINT-Fächern unterrichtet. Am meisten Spaß hatte ich am Boccia-Spiel. Trotz eines angenehmen Schulalltags möchte ich kritisch anmerken, dass ich an einigen Stellen unterfordert war.
denn unser Leistungsstand musste erst erfasst werden. Und sie wurden nicht individuell gefördert. Erst ab der 5. Klasse wurden sie in leistungsorientierte Gruppen eingeteilt. Demnach war ich von der 1. bis zur 4. Klasse in meinen Möglichkeiten beschränkt. Mir wurde während dieser Zeit sehr viel abgenommen, was ich auch hätte alleine tun können. Zum Beispiel die Schulbücher aus der Schultasche holen oder die Jacke ausziehen. Ich hätte es besser gefunden, wenn mir die Möglichkeit gegeben worden wäre, es selber zu versuchen. Im Anschluss hätte ich ja um Hilfe fragen können, falls dies notwendig gewesen wäre. Kommen wir nun zum Thema, was ich brauche, um gut lernen zu können. Ich benötige mehr Zeit, um Lerninhalte zu verstehen und Themen auch wirklich zu verinnerlichen. Was mache ich, wenn ich etwas lerne? Ich lese Texte mehrmals durch und recherchiere, was Fremdwörter bedeuten. Oder ich bilde Eselsbrücken oder mache ein Lied daraus. Was brauche ich, wenn ich etwas ausarbeite und lehre? Ich brauche Lernerfahrungen in verschiedenen Kontexten, um theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Auch Kreativität ist sehr wichtig, um schwierige Themen verständlich rüberzubringen und mit guten Methoden zu verbildlichen. Außerdem ist es immer gut, jemanden zu haben, den man im Notfall fragen kann. Bei der Erarbeitung ist es auch gut, öfter zu üben und diese Methoden und Ablaufpläne mehrmals durchzuspielen. Was gehört zu einem Seminar? Nachdem ich den Inhalt festgelegt habe, schreibe ich einen Ablaufplan. Dieser enthält zum Beispiel Folgendes: Das Datum einer Veranstaltung, wie viele Teilnehmer hat dieses Seminar, wo findet dieses Seminar statt? Die Zeitspanne, also von wann bis wann geht dieses Seminar, wie viel Zeit benötige ich für die einzelnen Methoden und welche Materialien benötige ich. Wer von uns macht was und was ist das Ziel meines Seminars und was möchte ich den Studierenden vermitteln oder den Teilnehmenden. Als nächstes bringe ich die Methoden eine sinnvolle Reihenfolge. Zum Beispiel erste Begrüßung, denn das Kennenlernen, und dann das Dreieck der Gemeinsamkeiten zum gemeinsamen Kennenlernen und anschließend eine Auswertung des Dreiecks der Gemeinsamkeiten als Feedback. Beim Dreieck der Gemeinsamkeiten setzen sich eine angehende Bildungsfachkraft mit jeweils zwei Teilnehmenden an ein großes gemaltes Dreieck. An die Spitze, an der man sitzt, schreibt derjenige oder diejenige seinen oder ihren Namen. In die Mitte des Dreiecks kommen Erfahrungen, die alle drei Personen zusammen gemacht haben oder gleich gemacht haben. An die Ecken, wo der jeweilige Name steht, nur die Erfahrungen, die eine Person gemacht hat. Und an den Linien zwischen den Namen nur die Erfahrungen, die zwei Leute betreffen. Aus jeder Gruppe, bei uns sind es meistens fünf Gruppen, kommt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin nach vorne und stellt das Dreieck vor. Dabei gehen wir nach dem Prinzip von außen nach innen vor. Zuerst werden die Unterschiede vorgetragen, die beim jeweiligen Namen stehen, danach die Erfahrung, die zwei zusammen haben und zum Schluss das, was alle verbindet. Ich gebe jetzt zurück an Franziska Reschke. Ich möchte gerne erzählen, wie ich lerne und was bei meiner Lehre wichtig ist. Es war mir wichtig, dass wir uns alle erstmal kennenlernen, damit wir als Team gut zusammenarbeiten, Vertrauen da ist und ich mich an der Umgebung zurechtfinde. Für mich ist es in der Hochschule leichter zu lernen als in meiner Schulzeit, weil ich Interessen
an den Themen habe, die ich für ein Seminar brauche. Ich kann das gut weitergeben, weil ich Spaß dabei habe. Aber ich kann mir aussuchen, ob ich Lernmaterial in leichter, einfacher oder schwere Sprache nehme. Das hilft mir, um selbstständig meine Aufgaben zu erledigen. Das, was ich lerne, gebe ich in ein Seminar weiter. Dabei ist mir erstmal wichtig, dass mein Thema zu mir passt und ich über meine eigene Erfahrung berichten kann. Dazu brauche ich eine gute Planung, um passende Methoden und Tools vorzubereiten und mich sicher fühle. Ich möchte gerne meine Veranstaltungen abwechslungsreich gestalten und Theorie und Praxis verbinden. Dabei wünsche ich mir, dass die Studierenden das mit nach Hause nehmen Zum Anfang ist mir wichtig, dass ich nicht gleich mit dem Thema starte, sondern mit einer Kennenlernphase oder eine lockere Rederunde, so dass wir alle in einen Austausch kommen. Ich achte darauf, ob die Studierenden eine Pause benötigen, damit sie konzentriert sind und gut mitmachen. Ich nutze viele Tools, um zu zeigen, wie ich mit meiner Beeinträchtigung fühle. Das ermöglicht den Studierenden, neue Erfahrungen zu machen. Das nennt sich erfahrungsorientiertes Lernen. Bei einer Methode geht es um Vorurteile, Schubladendenken oder Exklusion. Alle Teilnehmenden bekommen von mir einen Punkt auf die Stirn geklebt. Außer eine Person. Dann sollen sie sich in einer Gruppe sortieren. Wenn eine Person alleine steht, fühlt sie sich bestimmt ausgegrenzt. Wenn sie alle sagen, sie stehen so richtig, werden Fragen gestellt. Und aber auch meine eigene Erfahrung erzähle ich dann auch. Zum Beispiel, dass ich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung mich nicht zugehört gefühlt habe. Danke. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende unseres Vortrags. Wir hoffen, Sie konnten einige interessante Eindrücke mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich übergebe jetzt das Wort zurück an Frau Julia Albrecht. Herzlichen Dank an Franziska Reschke und Johannes Siebert von der Hochschule Neubrandenburg, die noch einmal deutlich gemacht haben, wie Sie Ihre Hochschulseminare aufbauen, die, glaube ich, sehr deutlich gemacht haben, was sie eigentlich alles können, um diese Hochschulseminare auch gut machen zu können. Und besonders beeindruckt hat mich auch noch mal, wie herausgestellt wurde, wie wichtig das Zutrauen eigentlich ist, darin, dass Wachstum immer möglich ist im eigenen Tempo. Denn ich denke, das wurde hier ganz besonders deutlich. Wir sind jetzt am Ende der verschiedenen Vorträge. Ich hoffe sehr, dass Sie einen guten Einblick in die Arbeit der Bildungsfachkräfte erhalten könnten. Ich glaube, einen sehr vielfältigen Einblick. Und wir haben noch einige Minuten für Rückfragen. Und darüber freuen wir uns jetzt sehr, über Ihre Fragen. Antonio, gern. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich werde versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Ich kenne sehr gut diesen ausgezeichneten Projekt, der den Institut für inklusive Erziehung seit 10 Jahren entwickelt hat. Aber in dieser Sitzung heute, ich habe bemerkt, dass dieser Projekt sich weiterentwickelt und immer wieder neue Ziele erreicht.
So, ich gratuliere Ihnen und ich glaube, dieses ist ein sehr guter Projekt. Und ich wollte zwei Bemerkungen machen. Der Beitrag von Laura war für mich besonders interessant. Und ich glaube, die Bezeichnung ist sehr wichtig, weil der Name, wir geben den Dingen oder den Menschen, bestimmt, wie wir innen sind. So, ich glaube, dass die Bezeichnung ist wirklich sehr wichtig. Und ich würde vorschlagen, dass wir Ausdrücke wie Behinderten vermeiden sollten und immer von Menschen mit Behinderungen sprechen sollten. Persons with disabilities and not disabled persons. Wir müssen davon überzeugt sein, dass die Behinderungen ist ein Umstand. Aber das Wichtige ist der Person, der Mensch. Ne? So, wir sollten immer von Menschen mit Behinderungen und nicht von Behinderten sprechen. Und eine zweite Bemerkung, Alexander Finke hat gesagt, dass es ist nicht schlecht oder schlimm, eine Behinderung zu haben. Ich bin damit völlig einverstanden und ich glaube, dies war ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank. Herzlichen Dank für den Wortbeitrag und ich kann für unsere Arbeit in Kiel sagen, dass das auch eine sehr häufige Frage von Studierenden ist, die sehr interessiert daran sind, Worte zu benutzen, die niemanden verletzen, aber die häufig unsicher sind, welches denn die richtigen Worte sind. Und die Studierenden bei uns in Kiel sind dann immer sehr dankbar, wenn die Bildungsfachkräfte erzählen, welche Worte sie gerne benutzen möchten. Und spannend vielleicht auch nochmal, dass wir uns in Kiel gar nicht auf einzelne Begriffe einigen können. Also das ist, glaube ich, auch immer wichtig, sich klarzumachen, es gibt nicht den einen guten Begriff, sondern es gibt immer das Gespräch, was letztendlich dafür sorgt, dass man über Begriffe überhaupt ins Gespräch kommt. Herzlichen Dank für den Beitrag. Gibt es weitere Fragen, vielleicht auch an die Bildungsfachkräfte, die hier vorne sitzen? Hier, gerne. Kannst du mich? Ja. Ich hätte eine Frage, ob die Bildungsfachkräfte, wenn sie mit den Studierenden gemeinsam Lehrveranstaltungen machen, sind das ausgewählte Lehrveranstaltungen, für die man sich dann freiwillig meldet, oder sind das Pflichtveranstaltungen, wo halt einfach dann gemeinsam unterrichtet wird? Herzlichen Dank. Gibt es jemanden, der die Frage beantworten möchte? Was sind es für Lehrveranstaltungen? Sind es extra Veranstaltungen oder sind es Veranstaltungen, die Teil der Studienpläne der Studierenden sind? Also ich kann jetzt nur für Stendal reden. Also in Stendal gibt es eine Seminarreihe, die nennt sich Lebenswelten. Mhm. Und dort gibt es einen ständigen Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Wir sind für die Praxis zuständig, machen aber auch einen gewissen Theorieteil, zum Beispiel über die UN-Werke oder über irgendwelche entsprechenden Gesetze. Und die Studierenden, ja, ich hoffe, dass sie es freiwillig machen. Na, sie haben sich immerhin mal für ein Studium entschlossen, also der Schritt war zumindest mal freiwillig. Genau, also ich hoffe auch, dass sie freiwillig in unserem Seminar sitzen. Okay, wie ist es an den anderen Standorten, an den anderen Hochschulen? Gerne, Jen. Also bei uns ist das eher ein bisschen anders, dass nämlich unsere Lebensreihe, also heißt auch Lebenswelten, aber da ist es bei uns so, dass das nämlich fester Teil in einem Modul ist, nämlich Modul 6.2, wo die Studierenden sich selber dann aussuchen können, ob die mitmachen oder nicht. Aber es gibt auch eine Prüfungsleistung, die sie dann ablegen müssen. Und es gibt dann auch verschiedene Themen, wie jetzt mein Kollege Aman Choseni schon erklärt hat, das mit der Barrierefreie Südstadt. Dann gibt es auch eine Sitzung zu verständlicher Sprache. Wie soll man am besten miteinander sprechen, so dass sie das gut verstehen kann, was der Unterschied zwischen einer leichten und einfachen Sprache ist und sowas. Und dann gibt es auch zur Teilhabe einen
Sitzung und zur Arbeit und eben zu Lebenswege und eben verschiedene Themen. Und das ist dann eben auch ein großer Bestandteil von unserer Lehre. Das war aber auch nämlich Kooperationen mit anderen Universitäten machen, nicht nur mit der Technischen Hochschule Köln, sondern auch mit der Uni zu Köln. Mhm. Und da haben wir dann immer Kooperationsseminare, so einzelne Sitzungen, wo sie uns anfragen, bei uns an der Technischen Hochschule, wer von unseren Kollegen das am besten den anderen erklären kann und so, weil es immer verschiedene Themen gibt, wo unterschiedliche Bildungsfachkräfte was zu sagen können und so. Okay, herzlichen Dank. Uns bleibt noch Zeit für eine weitere Frage und hier vorne gab es eine Meldung. Also der Herr Amanchi ist blind, soweit ich verstanden habe. Richtig. Und brauchen Sie Begleitung durchgängig? Ich habe eine Assistenz. Wie schaut das aus? Genau, ich habe eine Arbeitsassistenz jeden Tag. Genau, und Freizeitassistenz. Und? Die dadurch wird mir geholfen. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte? Wenn Sie Begleitung brauchen im Alltag in der Uni, um sich dort gut zu bewegen, damit Sie eben nicht über die Mistkübel fallen oder so, gibt es auch Braille-Beschriftungen, damit Sie sich orientieren können? Lesen Sie Braille, die Texte? Ja, ich arbeite mit Braille-Schrift, richtig. Damit kann ich gut arbeiten. Und brauchen Sie oder haben Sie noch ein Restsehvermögen, dass Sie mit mehr Licht auch sich orientieren können? Nee, leider nicht. Ich bin vollblind. Okay. Herzlichen Dank für die Fragen und auch für die Beantwortung. Ich habe das Zeichen bekommen, unsere Zeit ist vorbei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es gibt noch Meldungen, unsere Zeit ist leider vorbei. Bitte nutzen Sie gleich die Zeit nach der Veranstaltung. Sprechen Sie uns an. Wir alle freuen uns noch, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle meine Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podium und natürlich auch für die Organisation der Zero-Project-Konferenz für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja.